Hallo meine Lieben, Sivu Vasilis hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute ein Thema, in dem ich mir definitiv keine Freunde machen werde und ich auch durch den Fleisch aufgezogen werde. Aber keine Sorge, damit kann ich leben. Und zwar geht es darum, warum wird das Wing-Chun so verrufen? Frage berechtigt. Beispiel, taugt nichts, Geldmacherei, Verarsche und so weiter und so fort. Frage, wie gesagt, berechtigt. Ich gebe den Leuten recht. Wer ist schuld? Das sind die Meister, die Lehrer. Nicht von heute, von der Vergangenheit. Mitte der 90er, Anfang Mitte 90er, plus minus. Thema Vergangenheit, ich werde mal ein Video darüber machen, wie das Wing Chun eigentlich so in Europa, in Deutschland gekommen ist, wie der Status von Wing Chun damals mal war, wie das Wing Chun an sich selber dastand und wie es heute dasteht. Naja, jeder kennt es, aber kaum jeder mag es. Aber wie gesagt, dazu komme ich noch. In der anderen. So, was ist passiert? Der damalige Lehrer war gut, die haben es drauf, haben gecheckt, man hat es gemacht. Klar, jeder hat es verdient. Versteht ihr? Die Schüler haben gesehen, dass der Zug kommt von Bruce hier, wie ist das, ne? Kennt ihr ja alle die Story, Hitman 1, 2, 3. Da oben hängt Hitman. Tradition. Also, er war der Lehrer von Bruce, ich will sein wie Bruce. Damals wie heute. Was ist passiert? Die Schüler waren so geil drauf, dass die Lehrer gesagt haben, hey, trainiert fleißig, könnt eigene Schulen aufmachen, da und da. Und noch was, ihr könnt Geld machen. Zahlt mir 10.000 Mark, ich bringe euch das mit zum Jahrmarkt. Apropos Mark, geile Währung, leider ist sie weg, aber naja, anderes Thema. Die Schüler haben natürlich gezahlt. Die haben Gas gegeben. Was ist passiert? In 5 Jahren lernst du zwar die Formen und Programme, aber nicht die Anwendung. Wing Chun ist ja nur ein Programm. Programm bringe ich jeden bei, in einem Monat. Aber hey, was ist die Anwendung? Umsetzung. Was ist das Wing Chun an sich? So. Wie gesagt, getan, Junge hat trainiert, der ist geil geworden, hat eigene Schule aufgemacht. Was hat er gelernt? 50%. Wie sagt mein Lehrer immer so schön, Vasili, eine schlechte Kopie bleibt schlecht. Besser wird sie nicht. Also, Schüler, wie gesagt, trainiert, seine Schüler. Gleiche Angebot gemacht. Und so ging es weiter, ne? Von Schüler zu Schüler, Schüler zu Schüler, Lehrer zu Lehrer und so weiter. So, von den 50 an den 50. Und ne, Mathe könnt ihr selber. Also wird es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Diejenigen aber, wo gut waren ihre Lehrer, mit bestem Wissen und Gewissen trainiert haben und ihre Schüler gut machen wollten und auf denen Fighter machen wollten, sie verteidigen können, blieben auf der Strecke. Warum? Zwecks Marketing. Die haben nicht Wert drauf gelegt auf Kohle. Klar, wie gesagt, jeder möchte verdienen. Verstehe ich. Aber hey, die haben Wert drauf gelegt, dass das Wing Chun verstanden wird. Das ist der große Unterschied. Qualität statt Quantität. Und vor allem Kohle. So, was war? Diejenigen, wo gut waren, die haben in irgendwelchen Kellerlöchern trainiert, weil es dann egal war, wie die Schule aussieht. Hauptsache, das Training macht Spaß und es läuft. Die anderen, geile Schule, Kohle, dies, fahren Porsche, Daimler, was weiß ich, keine Ahnung. Tja, natürlich, der Mensch ist leider so, sieht sowas und sagt, ey, das ist nicht, der hat Geld gemacht. Natürlich hat er Geld gemacht, aber auf welchem Nacken? Auf Nacken von WT und auf Nacken von den Leuten, wo gut sind. Denn die müssen bluten, die müssen dann dastehen und sagen, ja, was lauert denn meine Scheiße? Wing Chun ist scheiße, bei mir Wing Chun, ich kann das Wing Chun gut. Ah, war, du kannst nichts, Wing Chun ist Schrott. Klar, natürlich ist es Schrott. Denn du siehst genau das, was der macht mit der Vermarktung. Der, wo Kohle hat, hat besseres Marketing. Ganz einfach. Kohle stinkt nicht, sagt man so schön, ne? So. Und jetzt stehen die Leute da und sagen, Wing Chun ist scheiße. Natürlich ist Wing Chun scheiße. Wenn du einen falschen Lehrer gehabt hast oder einen schlechten Meister. Deswegen verstehe ich auch, dass die Leute sauer sind. Und ich flippe auch bei so einem Scheiß aus. Und ich kann auch nichts dagegen sagen, weil der Junge oder der Mensch, die Frau, der Junge, der Opa, egal was ist, Recht hat. Die haben Recht, wenn die sagen, das Wing Chun ist scheiße. Oder ist eine Verarsche. Weil die dachten, die haben was gelernt und wurden fett enttäuscht. Ist doch klar, wenn du enttäuscht bist, kannst du auch nicht sagen, hey, geh dahin, das Ding ist gut. Ist doch eine Verarsche. Das ist das Problem. Das war jetzt eine kurze Geschichte, die auch fast 5 Minuten gedauert hat. Sorry, dass ich mich ein bisschen aufreg, aber hey, ist leider nun mal so. Daher, ich verstehe euch, wenn ihr sauer werdet, aber schaut euch lieber die ganzen Wettele an.
Und wie gesagt, ich werde in anderen Videos über gute Menschen, gute Meister, gute Lehrer, ja, ich werde die auf jeden Fall namentlich auch erwähnen. Ich werde jetzt kein schlecht reden, definitiv nicht, aber ich werde die guten Lehrer, werde ich auf jeden Fall erwähnen. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute und euer Sivu Vasilis. Ciao.